Was siehst du im Spiegel? Was siehst du wirklich im Spiegel? Guten Morgen! Nimm dir einmal die Zeit, dich nackt vor den Spiegel zu stellen. Am besten, dass du komplett zu sehen bist. Oder soweit es dein Spiegel möglich macht. Komplett nackt. Komplett ungestylt. Komplett ungeschminkt. Einfach so, wie du bist. Du blickst in dein nacktes Angesicht. Das bist du. Das ist überhaupt nichts mehr, was dich verhüllt, was dich verkleidet. Du bist wirklich nur du. Zumindest in der Form, wie wir es wahrnehmen können. Auch deine Zeugnisse, dein Rang in der Gesellschaft, dein Geld, alles das sind alles irgendwelche Dinge im Außen, die siehst du nicht, wenn du in den Spiegel schaust. Das sind Sachen, die du erworben hast. Das im Spiegel, das bist du. Nichts anderes. Wie gesagt, zumindest in der Form, und dabei bleiben wir heute. Und wenn du dich im Spiegel nackt betrachtest, dann erkennst du, dass der Wert, den du diesen im Spiegel betrachteten deinem Leben oft beimisst, sowas wie die Jagd nach Erfolg und die Jagd nach Geld, dass das alles nur Illusion ist. Du musst einfach nur deine Augen aufmachen, um zu sehen, was ist. Nackt vor dem Spiegel stehen und dich betrachten. Viele Menschen fangen dabei an zu weinen, weil diese Erkenntnis, wer man eigentlich unter all dieser Fassade wirklich ist, formell, so einfach und so schön ist, dass man überhaupt nicht fassen kann, wie man sich derart zumüllen kann, körperlich wie geistig. Vor dem Spiegel, wenn du erkennst, wer du bist, bist du weder Jäger noch Gejagter innerhalb gesellschaftlicher Glaubens- und Erfolgskriege. Du bist endlich du selbst, nur du. Du siehst die Welt ohne den ganzen Schnickschnack, ohne all diesen Schmuck und die Verzierungen. Du siehst, was wirklich ist. Einfach so. Wenn du ein Leben lebst, ohne zu wissen und zu spüren, wer du selber bist, dann lebst du irgendein Leben, aber nicht dein eigenes. Das ist, wenn du im Auto sitzt und ohne Lenkrad fährst. Du weißt überhaupt nicht, wo du hinfährst und kannst dich einfach nur treiben lassen. Und wenn das Auto andere Menschen überfährt, dann sitzt du nur da und glotzt dumm rum, weil du nichts machen kannst. Das ist die Realität. Das ist die Realität vieler Leben, vieler menschlicher Leben in diesem Land, in dieser Welt. Sie verursachen Leid und sie verursachen Kummer, aber sie tun nichts dagegen, weil sie gefangen sind in ihrem Auto, in ihrem Leben, was eben nicht mehr ihnen selbst gehört. Du läufst im Endeffekt jeder Mode nach. Du lebst ein Leben nach der Laune des Augenblicks, ohne eine gefestigte Basis zu haben. Es ist wichtig, im Augenblick zu leben. Aber schlimm ist es, wenn der Augenblick dich lebt. Es muss Harmonie entstehen. Aber so geht es den meisten Menschen. Die Menschen erleben etwas Tolles, ja, und jubeln sich dann hoch, wie sehr sie den Augenblick genießen, weil sie das in irgendeinem tollen Buch mal gelesen haben. Aber die Menschen erleben Schlimmes und verdammen diesen Augenblick. Aber der Augenblick ist trotzdem da. Und dann? Erkenne dich selbst und fang mit dem simpelsten aller Möglichkeiten an. Meditation, Selbstfindungskurse und der Online-Videokongress zum Glücklichsein. Die können warten. Ne? Stell dich nackt vor den Spiegel und betrachte dich. Einfach nur betrachten. Das bist du. Dieser Mensch im Spiegel, das bist du. Nun geh zum Spiegel und teile mir in den Kommentaren mit, was du gesehen hast. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Christian. Tschüss.